schaffe ich, das schaffe ich, auf jeden Fall. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. Komm schon, nur noch zwei. Jawohl. Oh Scheiße, hat er sich da jetzt überall durchgeballert. Oh fuck. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich muss hier hoch. Ich muss zu meiner Kiste. Kommt da jetzt nochmal einer? Das wird jetzt verarsche, oder? Alles weg. Oh. Ah, damit habe ich hier überhaupt nicht gerechnet. Oh, shit. Nein, die ganzen schönen Sachen. Alles weg. Jetzt hat das Let's Play keinen Sinn mehr. Doch, natürlich. Aha. Oh, aber okay, jetzt wissen wir natürlich für den nächsten Turm, was uns erwartet. Weil, Leute, ehrlich, ich hätte niemals damit gerechnet, dass jetzt da noch irgendwas kommt. Oh, was ist denn das hier? Also, da liegen bloß ein paar Items. Oh, krass. Jetzt ist der halbe Turm ist jetzt... Oh. Muss ich nächstes Mal mit dem Backpack rein. Oh, dann ist das auch klar. Puh. Hey, dann Blitz. Jetzt haben wir den so schön... Lol, was ist denn hier eigentlich passiert? Jetzt haben wir den Turm eigentlich so schön auseinandergenommen. Dann kommt am Schluss so ein scheiß Endboss. Oh, und da kann ich natürlich mit Eisenrüstung gar nicht, dann nicht viel anfangen. Oh, ich sag's euch, ich habe einen riesen Schreck bekommen. Ich packe jetzt hier einfach mal alles rein, egal, scheiß drauf. So, badau. Weil, dann mache ich hier einfach mal weiter. Puh, oh Gott. Mein Herz. Oh. Was hat Max mir schon wieder geschrieben? So. Und... Ja gut. Haben wir... jetzt wissen wir natürlich alles, oder besser gesagt, ihr habt es bestimmt gewusst. Jetzt weiß ich es auch. Dann würde ich einfach mal das nächste Thema ansprechen oder ja, keine Ahnung, das jetzt nennen. Und zwar Minecraft-Server. Also in letzter Zeit, wenn ich da so auf die Serverlisten gucke, ich habe mal gezählt, da kommen wirklich jeden Tag bis zu 30 oder nicht bis zu, sondern mindestens 30 neue Server jeden Tag hinzu. Müsst ihr mal euch mal vorstellen, das sind 900 Server im Monat. Und das ist einfach... Das ist einfach krank, würde ich mal sagen, weil wir haben jetzt hier auch unseren... Also hier von unserem Kanal haben wir auch einen Server eröffnet, der
ich kann dir mal sagen, der läuft eher nicht so gut, weil also ein paar Spieler online sind ab und zu mal welche und es sich einfach gegen die großen Giganten wird es halt echt in nächster Zeit immer schwerer dagegen anzuhalten. Denn einfach mal mein Plex, wo eigentlich auch niemand gekannt hat. Und jetzt halt einfach mein Plex hätte auch genauso in die Hose gehen können. Dieses Projekt, weil das ist ja als 33.000 Slots, das wird wahrscheinlich nicht wenig kosten. Und die ganze Server-Instandhaltungsarbeiten, ich kann es mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, es hätte genauso in die Hose gehen können, dieses Projekt. Und wenn jetzt jeder 12-, 10-Jährige öffnet heute einen Server und denkt genauso wie YouTube, oh ja, gut, kommen viele Spieler und... Ich sag mal so, bei uns, es macht halt riesen Spaß, so einen Server aufzubauen und weniger Spaß machen dann natürlich die Plugins alles einzustellen. Aber wenn man natürlich dann seinen Server eröffnet hat und dann auch wirklich auch Dauerspieler online sind, dann merkt man auch irgendwie so, ja, geil, ich habe jetzt was erschaffen, wo auch andere teilhaben, also vielleicht an selbstgeschriebenen Plugins oder so und das gefällt den Spielern. Oder halt allgemein der Server gefällt den Leuten, eigentlich freut man sich ja darüber, weil man das ja selber mit seinen eigenen Händen in Minecraft erschaffen hat. Und was ist denn das für ein Baum? Und das ist halt einfach, ich würde sagen, in letzter Zeit einfach zu hoch gestiegen, diese Popularität, sag ich einfach mal, von diesen Minecraft-Servern. Ich denke mal, aber ich würde auch nicht sagen, dass jetzt hier das irgendwie zum populärsten Spiel geworden ist, weil ich habe gehört, das populärste Spiel 2013 war DayZ. Soweit ich gehört habe. Also wenn ich jetzt falsch lege, einfach, oder ein falsch lege, einfach sagen. Und warum öffnet sich halt jeder einen Minecraft-Server? Dann denkt man, ja, cool, Minecraft spielen halt immer mehr Leute. Und Minecraft gibt ja auch eigentlich so viel her mit den ganzen Plugins und ich kann euch, was weiß ich, wie viel Scheiße von Minecraft gar nicht aufzählen. Und da denkt man halt auch so als Besitzer, als Owner, denkt man so, ja, der wird ja bestimmt irgendwann mal richtig berühmt und es regnet. Und wenn man halt da seine volle, keine Ahnung, Leidenschaft da reinsteckt, dann denke ich auch mal, dass es dann eher was wird, wie wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, wenn man wie zum Beispiel sagt, ja, man will Geld verdienen. Durch, keine Ahnung, ich biete VIP an und ja, oder zum Beispiel kann man mit dem normalen Rang, also wenn man ganz normal joint, kann man so gut wie nichts spielen. Die Leute müssten sich halt sozusagen irgendwas kaufen. Aber klar, so, ich sag mal, heutzutage ist das so. Und es wird auch in nächster Zeit auch, ich glaube auch nicht weniger werden. Und ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so sag, aber ehrlich gesagt wollte ich Redfish. Was ist ein Redfish? Ach, ein Redfinch. Da kann ein Redfish gelesen. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen, denn ich nehme, glaube ich, jetzt schon 2 Stunden. Ne, 1¾ Stunden nehme ich jetzt hier schon auf. Hier den Baum verbessere ich noch ein bisschen. Und das wird hier... Oh, muss ich hier erstmal strecken. Denn ich würde einfach mal sagen, dass wir uns hier das nächste Mal, wenn wir...
dass wir uns hier das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Hexe. Wir haben 42 Level, krass. Wollte ich gerade mal kurz so einbringen und wir stellen uns natürlich hier ins Trockene. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag noch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.